Hallo Leute, mein Name ist Alexander Luhn. Ich bin Finanzierungsvermittler, spezialisiert auf Immobilien als Kapitalanlage und ich begrüße euch aus dem Finanzcenter in Ahrensburg. Heute habe ich hier online eine Frage gefunden, auf die ich gerne mal aus Sicht der Finanzierung oder eines Finanzierungsberaters eingehen möchte, weil das ein Thema ist, von dem ich zwar nicht hoffe, dass das für irgendwen von euch relevant ist, aber es halt leider irgendwie die Gefahr gibt, dass es das mal wird. Und zwar war die Frage, dann den Fragesteller lasse ich mal weg. Hey Leute, hat vielleicht jemand einen guten Rat, was man tun kann, wenn die Kreditraten nicht gezahlt werden können? Ich kenne da jemand, einen zweiten Kredit, um den ersten zu tilgen. Aufzunehmen ist die einzige Idee im Moment. Also der Satz macht jetzt zwar irgendwie nicht viel Sinn vom Satzbau her, aber ich vermute mal, es geht da irgendwie um die Idee, jetzt Löcher, die in einer Bank aufgetreten sind oder auftreten durch eine Umfinanzierung bei einer anderen Bank zu schließen. Da muss ich sagen, so dieses Verschieben von Krediten hin und her und von A nach B, das ist in aller Regel irgendwie der Anfang vom Ende. Das halte ich jetzt für nicht empfehlenswert. Die Konditionen sind aber nicht sehr prickelnd. Naja, gut, das ist halt immer so, wenn man jetzt irgendwie gerade wenig Geld hat und in der Not ist, welches zu bekommen, dann kriegt man das Geld, wenn überhaupt, meistens sehr teuer verkauft. Über Airbnb Zimmer zu vermieten ist schon im Gange. Gut, dient wahrscheinlich dazu, um Einnahmen zu erzielen, hat jetzt aber mit der eigenen, aus meiner Sicht jetzt nicht den unmittelbaren Bezug zur Fragestellung. Ja, was kann man tun, wenn man die Kreditraten nicht mehr zahlen kann? Grundsätzlich ist natürlich meine Empfehlung, gar nicht erst in die Situation zu kommen. Aber das ist auch keine Sünde irgendwie, wenn man da drin steckt, weil ich habe da folgende Sichtweise. So eine Immobilienfinanzierung dauert ja üblicherweise irgendwie 25 bis 30 Jahre. Und wenn man so überlegt, was, also es kann natürlich an der Immobilie mal was sein, so temporärer oder struktureller Leerstand oder Mietausfall oder irgendwelche Sonderumlagen, ungeplante Sanierungen, also da kann was kommen und natürlich so auch auf der privaten Ebene, was einen selber betrifft, irgendwie so Arbeitslosigkeit, Krankheit, Scheidung, alles irgendwie so ein Kram, das sind ja alles ganz normale Lebensrisiken, die eintreten können. Und das halt, ob während der 20 oder 30 Jahre Finanzierungsdauer, das ist aus meiner Sicht nicht die Frage, ob da etwas passiert in der Zeit, sondern nur wann und aus welcher Richtung. Und da ist es aus meiner Sicht ratsam, entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Also zum einen denke ich, dass man grundsätzlich im Leben und als Immobilieninvestor im Speziellen nochmal immer hinreichende Liquidität vorhalten sollte. Also ein angemessenes Polster an schnell zur Verfügung stehenden Geldern, auf die ich ja zugreifen kann, weil irgendein Problem vorliegt. Und da ist auch irgendwie, es gibt ja so irgendwie im Deutschen so diese Aussage, ein Unglück kommt selten allein, zumindest gab es das in Thüringen, meine Oma hat das immer erzählt. Und da ist was dran. Also aus unerklärlichen Gründen, wenn halt einmal was Dummes passiert, dann kommen die Dinge meistens aufeinander. Sprich, wenn mir privat irgendwas passiert, ich mache irgendwie, keine Ahnung, mein Auto kaputt oder meine Waschmaschine geht kaputt oder ach, keine Ahnung, was halt die Sachen sind, wofür man Geld braucht. Ich habe neulich einen Kratzer in den Mietwagen gefahren, war schweineteuer, 1400 Euro, sehr unangenehm. Aber dann ist es ja so, wenn mir privat irgendwas passiert, wo ich Kohle brauche oder Kohle haben will, dann passiert an der Immobilie halt irgendwie im gleichen Zeitraum auch was. Also da fällt meistens, dass da nochmal da eine Sonderumlage und privat habe ich irgendwas Dummes, das kommt meistens zusammen. Deswegen ist halt meine Empfehlung immer, genügend Liquidität haben und wirklich so das eigene Leben von dem Geschäftsbetrieb Immobilie auch zu trennen. Also irgendwie, dass ich für mich vielleicht irgendwo 3 oder 6 Monatsgehälter einfach irgendwo liegen habe auf Konto A. Und auf Konto B für die Immobilie vielleicht nochmal 1 oder 2 Jahresmieten da auch auf einem Konto, sodass ich überall, wenn ein Liquiditätsbedarf entsteht, dass ich da halt immer handlungsfähig bin und halt nie in die Situation komme, meine Kreditraten nicht zahlen zu können. Aber damit ist es ja noch nicht ganz ausgeschlossen. Und da ist dann halt die Frage, wie ist meine Positionierung und wie schaffe ich es immer, Herr der Lage zu bleiben? Da ist mein Rat, nie und unter keinen Umständen seine Immobilienkredite bei der Bank zu haben, wo man auch den üblichen normalen Geschäftsverkehr hat, also entweder sein Firmenkonto oder sein Gehaltskonto.
Das erzähle ich natürlich zum einen naheliegenderweise aus dem Grund, weil ich Darlehensvermittler bin und kein Geld verdiene, wenn alle Leute mit ihrer Hausbank verdienen. Wenn alle Leute mit ihrer Hausbank finanzieren, verdiene ich natürlich kein Geld. Das ist ein Problem für mich. Deswegen muss ich natürlich was anderes erzählen. Es gibt aber darüber hinaus einen aus meiner Sicht nicht unerheblichen Sachgrund. Und zwar ist es bei Banken, ich habe ja beispielsweise selber in der Sparkasse gelernt und gearbeitet. Da kenne ich das System genau. Bei anderen Banken funktioniert es aber nicht wesentlich anders. Es gibt so bei Banken so ein automatisches Kontenüberwachungssystem, also die da so schauen, was ist auf den einzelnen Konten los, Zahlungseingänge, Zahlungsausgänge. Und beispielsweise bei der, ich weiß gar nicht, ob ich das offiziell erzählen darf, ich nehme es mir halt mal raus. Wenn jetzt bei einem Konto irgendwie 40 Tage lang kein Habenumsatz ist, kein Geldeingang, sprich vielleicht kommt das Gehalt von meinem Arbeitgeber später oder vielleicht gar nicht, was schlecht wäre, oder auch als Selbstständiger Kunden zahlen nicht pünktlich oder wie das halt manchmal so ist, ist ja nicht ein Monat wie der andere. Wenn auf dem Konto dann 40 Tage lang kein Habenumsatz eingeht, dann geht meinem zuständigen Kundenberater früh ein Lämpchen an und der kriegt dann so eine Liste halt von allen seinen Kunden, die von ihm betreut werden und mit der Hinweis, da ist ein Problem, da geht kein Geld ein. Dann schaut er sich das an, stellt fest, okay, ich habe hier einen Kunden, der bekommt kein Geld, aber ich will von ihm noch eine ganze Menge haben. Nun ist der Banker davon einigermaßen gestresst, weil also es ist ja jetzt nicht sein Geld in Person, wo da die Rückzahlung gefährdet ist, aber das seines Arbeitgebers. Und wenn das passiert, kriegt er halt erheblich Ärger und halt den Hinweis, sich darum zu kümmern. Das ist für den Banker eine Zusatzarbeit, für die ihm in seiner Zielerfüllung und in seinem Geldverdienen keinen Millimeter weiterhilft. Aber er hat halt dann zusätzlichen Aufwand, weil er musste anrufen, Briefe schreiben, muss sich drum kümmern, was ist da los und die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Vielleicht irgendwie gerade jetzt noch im Sommer bei 35 Grad, der will um 14 Uhr ins Schwimmbad gehen, hat eigentlich sein Tagesziel geschafft und muss euch dann noch hinterher telefonieren, was mit eurem Konto los ist, was mit der Rückzahlung des Kredites. Da ist der natürlich höllisch genervt von und kann da eine auf den Deckel kriegen und hat natürlich, wenn er einmal gesehen hat, okay, da ist jemand, da gibt es Probleme im Zahlungsverkehr, vielleicht auch eine geringere Motivation, demjenigen dann später noch weitere Darlehen zur Verfügung zu stellen. Und wenn der Banker dann auf euch zugehen muss, und ihr könnt froh sein, solange es noch er ist und nicht irgendeine Abteilung, die sich um Kreditsanierung oder Verwertung kümmert, sich kümmert, euch anrufen muss, euch einen Brief schreiben muss, um zu sagen, was ist los, wie willst du zukünftig dein Darlehen bedienen, dann ist der genervt von euch und ihr seid in der Defensive und müsst dann in dem Moment auf das, was die Bank euch sagt, reagieren. Und euch danach richten, irgendwelche Erklärungen abgeben, Zusatzsicherheiten bringen oder halt je nachdem, welche Tragweite die ganze Sache hat. Wenn es aber so ist, dass, also dann mag der Banker euch einfach nicht. Wenn es allerdings so ist, dass ihr halt euer Konto für einen neuen, normalen Zahlungsverkehr irgendwo habt und das Immobiliendarlehen woanders, und es entsteht bei euch halt die Situation, dass ihr denkt, ihr seid zukünftig, kommt ihr vielleicht in die Situation, eure Darlehensverpflichtungen nicht mehr bedienen zu können oder nicht pünktlich oder temporär irgendwie nicht. Und ihr ruft dann diese Bank an und sagt, hier, hör zu, ich habe einen Kredit bei euch, ich habe dieses und jenes Problem und daraus kann jetzt zukünftig Folgendes erwachsen. Dann seid ihr in der Position, aktiv auf die Bank zuzugehen und ihr seid Herr der Sache. Denn entsteht bei dem Banker auch ein ganz anderer Eindruck. Also der ist jetzt natürlich von einem Anruf dieser Art logischerweise auch nicht begeistert. Aber der Banker nimmt zur Kenntnis, dass jemand, der beschäftigt sich mit den Dingen, die bei ihm los sind. Und der will sich auch darum kümmern und der geht aktiv darauf ein, dass deine Lösung gefunden wird. Und da ist natürlich, seid ihr bei dem Banker, wenn ihr aktiv an der Problemlösung mitarbeitet, viel, viel besser im Ansehen. Weil er dann vielleicht auch mit euch gemeinsam eine Lösung finden will und auch finden kann und er nicht hintenrum Stress kriegt, da ist die Position viel, viel besser, wenn ihr die Fäden selber noch in der Hand habt. Und dazu muss man halt auch wissen, eine Bank hat kein Interesse daran, Kredite fertigzustellen, Briefe zu schreiben, irgendwelche Mahnungen und dergleichen oder ein Objekt verwerten zu müssen, weil das ist für die irgendwie nur Aufwand und Kosten und da hat kein Mensch Bock drauf. Die Bank hat das Interesse, ganz normal für ausgereichte Darlehen, Zins und Tilgung zu kassieren. Wenn das ganz normal durchläuft, ist am allerbesten. Aber wenn ihr halt dann auch in einer Situation, wo es mal schwierig wird, aktiv daran mitarbeitet, dass die Bank weiter stressfrei Zins und Tilgung vereinnahmen kann,
dann wird es immer eine temporäre Lösung geben, um irgendwie die Situation zu entschärfen und für alle Seiten befriedigend weiterzuführen. Also es sei denn, ihr seid jetzt aus irgendeinem Grund finanziell so platt, dass gar nichts mehr vor und zurück geht, da hilft es natürlich auch nichts. Aber was ich sagen will, nie in die Situation kommen, dass die Bank mir Druck macht wegen nicht gezahlter Darlehensraten, sondern A, genug Liquidität haben und B, wenn irgendein Problem vorliegt, aktiv auf die Bank zugehen. So, ich danke euch. Ciao.